Begrüße Gerd Joachim von Fallois in Berlin. An diesem Tag, an dem sich die Politik mit der Eindämmung von Corona beschäftigen muss, steht ja auch immer noch die K-Frage im Raum. Wie geht die Union damit um? Ja, die Union hat hier in der Fraktion 3,5 Stunden diskutiert. Es gab sehr viele Wortmeldungen, nachdem zunächst Armin Laschet und dann Markus Söder einen kurzen Eingangsvortrag gehalten haben und sehr unterschiedlich intoniert haben. Markus Söder hat nochmal dargestellt oder angefangen mit der Frage, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir den aufstellen, der die besten Werte hat. Und das ist bekanntlich er. Und Armin Laschet hat den Delegierten nochmal, den Abgeordneten nochmal deutlich gemacht, dass es auf Inhalte ankommt und dass man nur als Team gewinnen könne und dass Umfragen ein flüchtiges Gut sind. Danach dann eine Aussprache über gut 3 Stunden und es war für Armin Laschet sicherlich ein mittleres Desaster, denn sehr viele CDU-Abgeordnete haben sich ganz direkt für Markus Söder ausgesprochen. Da gehört ja auch so ein bisschen Mut dazu, vor all den Leuten hier aufzustehen und in Anwesenheit von Armin Laschet dann den anderen zu loben. Das ist immerhin der eigene Parteichef Armin Laschet und das müsste doch auch ein bisschen zu denken geben, auch Armin Laschet, der hier auch sehr angefressen, will ich mal sagen, aus dem Saal kam. Er hat dann hinterher noch ein paar Worte gewechselt mit Markus Söder und dann haben die beiden zusammen hier das Reichstagsgebäude verlassen. Keiner weiß in diesen Minuten so genau, wie es jetzt weitergehen soll. Markus Söder hat ja nachher gesagt, es muss diese Woche noch entschieden werden. Aber eigentlich dachte man ja schon gestern, Mensch, macht mal voran. Und auch heute dachte man, und wenn ich hinter Ihnen die Türen sehe, dann stelle ich mir vor, gleich geht eine dieser Türen auf und einer der beiden kommt heraus und es ist vorbei. Aber das ist Wunschdenken. Naja, der Herr Kreuzer ist der Fraktionschef der CSU im Landtag in Bayern. Der hat heute noch mal das gesagt, was ja auch stimmt. Es ist nicht die Frage von Fraktionen zu entscheiden, wer der gemeinsame Kanzlerkandidat ist, sondern es ist eine Parteifrage. Herr Kreuzer hat gestern schon vorgeschlagen, die Mitglieder zu befassen. Das würde ja dann noch viel länger dauern. Markus Söder hat das gestern genüsslich aufgenommen, hat gesagt, also die Mitglieder zu befragen wäre eine gute Idee, aber man muss ja jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken. Deswegen werden wir mal in die Fraktion gehen und gemeinsam diskutieren. Vielleicht erinnern Sie sich, gestern Abend hatte Armin Laschet noch gesagt, er will gar nicht in die Fraktion gehen. Es war ihm wahrscheinlich schon klar, dass ihm hier der Gegenwind entgegenbläst. Aber da hat sich Markus Söder einfach durchgesetzt. Er hat im Grunde genommen das Spielfeld gewechselt. Denn am Sonntag hatte er noch gesagt, wenn die CDU sich hinter den Vorsitzenden der CDU stellt, dann wird er ohne Murren klein beigeben, eher Söder. Und wer ist denn die CDU? Natürlich die gesamten Mitglieder, aber vor allen Dingen die Präsiden und die Vorständler. Und insofern hat Markus Söder hier elegant einfach mal das Spielfeld gewechselt in ein Spielfeld, wo es für ihn sehr gut gelaufen ist, nämlich am heutigen Tage hier vor der Fraktion. Und heute Abend, wenn man einen Strich drunter macht, muss Armin Laschet schon ins Grübeln kommen. Denn bei so einem Wahlkampf kommt es ja auch darauf an, dass die Partei mitzieht, dass die Menschen vor Ort wahlkämpfen für den gemeinsamen Kandidaten. Und da kann man schon ein Fragezeichen machen, wenn man die Widerstände gesehen hat und die Argumentation, die hier heute viele Abgeordnete benutzt haben. Klar ist, einer von beiden wird verlieren. Was meinen Sie, wer hat mehr zu verlieren? Das ist ganz schwierig. Peter Ramsauer von der CSU hat heute gesagt, im Grunde genommen ist der ganze Prozess unverständlich, denn Markus Söder hat immer gesagt, sein Platz ist in Bayern und die CSU braucht ihn auch. Übrigens ähnlich hat das Friedrich Merz ja intoniert. Peter Ramsauer hat gesagt, aber er kann nach dem heutigen Tag sicherlich verstehen, wenn Armin Laschet völlig frustriert zurückzieht, dann werden sich schon 1, 2 andere CDU-Menschen finden, die den Kanzler dann unter sich ausmachen. Also Peter Ramsauer sieht hier ganz klar das Prä bei der CDU. Die Möglichkeit, dass es ein Dritter dann noch am Schluss macht, die sehe ich nicht so wie Herr Ramsauer, sondern die beiden müssen tatsächlich sich einigen. Und nach Adam Riese kann es eigentlich nur auf Armin Laschet herauslaufen. Denn Markus Söder hat gepokert, er hat auch ein bisschen gefoult. Denn ich habe es ja gerade erklärt, er hat das Spielfeld gewechselt. Und im Grunde genommen, wenn es so weitergeht, wird die gesamte CDU-CSU beschädigt. Eins ist jetzt schon klar, ohne Verletzungen wird es nicht ausgehen. Und der heutige Tag war ein klares, starkes Statement der Fraktion für Markus Söder. Und dennoch ist Armin Laschet der Chef der größeren Partei, der weit größeren Partei. Und das spielt sicherlich eine Rolle. Günter Krings ist der Landesgruppenchef der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und den hatte ich eben hier zu einem Interview.
Sie sind seit Jugend an befreundet mit Armin Laschet. Insofern war auch zu hören, dass vor allen Dingen nordrhein-westfälische Abgeordnete sich auf die Seite von Laschet gestellt haben. Aber quer durch die Bank aus anderen Landesverbänden waren doch eindeutige Stellungnahmen für Herrn Söder mit dem immer gleichen Argument, der gewinnt uns die Wahl. Also zunächst mal würde ich sagen, ich schätze Armin Laschet sehr seit vielen Jahren, aber ich bin nicht von Jugend an mit ihm befreundet. Das macht auch der Altersunterschied. Es gibt sogar Themen, wenn ich an die Flüchtlingskrise zurückdenke, wo wir an ein paar wichtigen Punkten anderer Auffassung waren. Aber ich schätze eben seine Gradlinigkeit, sein Wertefundament. Und das ist mir besonders wichtig. Ich finde, in der Politik gibt es viele kluge Leute, die unterhalten sich von morgens bis abends darüber, wie wir Wahlen gewinnen. Mir sind solche Leute wichtiger, die auch mal darüber sprechen, warum wir eigentlich Wahlen gewinnen wollen, warum es eigentlich gut ist, dass Deutschland von der CDU regiert wird, von der CDU-CSU regiert wird, für welche Inhaltsüberzeugung wir stehen. Und das wurde auch, glaube ich, heute deutlich. Es gab unterschiedliche Auffassungen, war ein sehr komplexes Bild. Ich habe selbst keine Strichliste geführt. Mag sein, dass es da eine knappe Mehrheit nach Strichen sozusagen für Herrn Söder gab. Auch wenn man vielleicht CSU abzieht, wird es schon weniger eindeutig. Aber dass natürlich Leute aus Nordrhein-Westfalen auch überproportional natürlich für Laschet-Partei ergreifen, liegt auch daran, dass sie seine gute Regierungsarbeit in den letzten Jahren beobachten konnten. Es wird nicht ohne Verletzte abgehen. Und man fragt sich nach dem heutigen Tage, wie soll es denn weitergehen? Also Armin Laschet hat eben noch gesagt, er hat mit Markus Söder schon mal ganz kurz eben gesprochen unter vier Augen. Herr Söder favorisiert ja noch ein neues Gremium, was keiner von uns kennt, irgendein Zehnergremium. Und diese Woche soll das alles noch abgehen. Also haben Sie eine Lösung? Also ich bin erstmal dafür, dass wir in einer auch krisenhaften Zuspitzung, damit meine ich jetzt nicht die Frage nur Auswahl Spitzenkandidat, sondern wir haben eine Pandemiekrise, wir hatten auch in der Union schwere Themen in den letzten Wochen und Monaten, dass wir jetzt nicht Verfahren komplett neu gestalten. Da bin ich auch ein Stück konservativ. Die CDU ist nicht nur, aber auch eine konservative Partei und sollte jetzt auch bei den Verfahren bleiben. Sollte auch übrigens Parteigremien nicht schlecht reden. Also wenn einzelne Äußerungen übrigens gar nicht so sehr von Herrn Söder, sondern von einzelnen Diskutanten, vielleicht auch etwas im Eifer des Gefechts fielen, dazu ein kleiner Kreis entschieden. Das sind die gewählten Parteivorstände. Und das ist satzungsgemäßes Gremium und die vertreten Mitglieder, die haben die im CDU-Falle vor wenigen Monaten auch mit dem Lichte schon, dass bald die Kanzlerkandidatur ansteht, gewählt. Und dass die ein maßgebliches Wort mitreden, ist klar. Markus Söder hat ja am Sonntag eine Linie vorgegeben, zu sagen, also ich habe Interesse, vollkommen legitim. Er hat lange gesagt, ich bleibe am liebsten in Bayern. Jetzt hat er sich anders entschieden, das darf er. Aber er hat auch gesagt, natürlich, ist eigentlich selbstverständlich, kann die kleine Schwesterpartei die große nicht majorisieren. Und so war es in der Vergangenheit eigentlich auch nie. Es musste dann entweder ein Einvernehmen in den letzten Jahren erstellt werden. Also insofern, glaube ich, hilft das jetzt nicht, neue Gremien zu kreieren, sondern man muss sich schon einigen. Und die Prämisse, es muss eine breite Unterstützung aus der CDU für Armin Laschet, für in dem Fall für Markus Söder dann geben, das habe ich jetzt heute so in dem Maße jedenfalls nicht gesehen. Und als größere Partei gibt es eben die Regel, dass die CDU den Kanzlerkandidaten stellt. Soweit also Günther Krings, der sich klar für Armin Laschet ausspricht. Der heutige Tag war aber eher ein Votum der Bundestagsabgeordneten für Markus Söder. Man darf gespannt sein, wie es in den nächsten 1, 2, 3 Tagen weitergeht. Die beiden Herren wollen sich zusammensetzen. Ob es noch so ein ominöses Zehnergremium gibt, das ist die Frage. Und dann muss irgendwann entschieden werden, nach welchen Kriterien, wer das letztlich entscheidet, das ist am heutigen Abend völlig unklar. Und damit zurück nach Bonn. Vielen Dank, Gerd Joachim von Fallor.